Wenn Marine Le Pen sagt Frankreich zuerst, Geert Wilders Holland zuerst und Donald Trump America first, dann ist es wichtig, dass sonntags Menschen auf die Straße gehen und zeigen, die Zukunft liegt nicht im Nationalismus, sie liegt in Europa. Wir brauchen ein Pulse of Europe. Und wenn Donald Trump den Menschen erzählt, die Klimakrise sei eine Erfindung der Chinesen, dann müssen Menschen auf die Straße gehen, zum Beispiel beim G20-Gipfel in Hamburg, um gegen diesen Unsinn zu demonstrieren. Und wenn die deutsche Bundeskanzlerin Frau Merkel sagt, Herr Trump irrt, es gibt doch einen Klimawandel, aber sie gleichzeitig die weitere Verstromung von Braunkohle mit 1,6 Milliarden Euro subventioniert, also von Klimaschutz redet und Klimazerstörung fördert, dann müssen Menschen auf die Straße gehen, in den Wäldern und verhindern, dass weiter Braunkohleflächen abgebaggert werden. So geht Einmischung heute.